Hallo, liebe Journalistinnen und Journalisten, herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zu der Frage, wo es jetzt mit der EU-Gesetzgebung, der EU-Digitalgesetzgebung hingehen soll. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und ich habe mit mir noch die drei Experten hier. Ja, herzlich willkommen an Sie da draußen und schön, dass Sie da sind, Sie drei. Ich stelle Sie gleich noch einzeln vor, aber jetzt erst noch mal kurz zum Thema und worüber wir heute überhaupt reden wollen. Die EU feilt ja seit Monaten und Jahren an wichtigen Digitalgesetzen. Das ist der Digital Services Act, Digital Markets Act, AI Act, Data Act. Da gibt es sehr viele Acts. Zuletzt gab es dann ja auch die Verordnung, der Vorschlag für die EU-Verordnung, um sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern. Das ist dann vielleicht auch in Ermangelung eines anderen greifbaren Worts, besser bekannt geworden als Chatkontrolle. Da ist das Feedback ja zum Teil sehr unterschiedlich gewesen. Der Digital Services Act, der wurde zum Teil gelobt, da wurden gute Ansätze attestiert, aber zum Teil natürlich auch noch Verbesserungspotenzial gesehen. Die Chatkontrolle wurde viel kritisiert. Daher wollten wir heute einmal mit den Experten sprechen. Einerseits, wo es überhaupt hingeht und wie einzelne Gesetze und die generelle Richtung der EU-Gesetzgebung in der Hinsicht jetzt auch zu beurteilen ist. Da geht es aber auch noch ein bisschen über die übergeordnete Perspektive. Also sind die Gesetzgebungsvorgänge überhaupt transparent? Also zum Beispiel der Digital Services Act und der Digital Markets Act, die wurden ja so ein bisschen als beschlossen kommuniziert, aber dann nur in der Pressemitteilung rausgegeben. Das volle Gesetz war dann erstmal nicht einsehbar. Beim Digital Markets Act ist es ja jetzt erschienen, aber zumindest beim Digital Services Act scheint es auch danach noch Änderungen gegeben zu haben. Also die Frage, ist das nur ein Gefühl, dass das jetzt alles irgendwie ein bisschen schwerer greifbar und intransparenter geworden ist? Oder ist das ein Trend und kann man vielleicht die Gesetzgebung auch noch verbessern, sind unter anderem die Fragen für heute. Dann, bevor wir mit dem Vorstellen beginnen, noch der Hinweis an Sie da draußen, die Fragen bitte über die Fragefunktion von Zoom zu stellen, nicht über den Chat, denn je nach Einstellung können das in dem Chat nicht alle sehen. Und bei der Fragefunktion können Ihre Kolleginnen und Kollegen dann auch Ihre Fragen sehen. Dann gibt es weniger Doppelung. Also bitte das Frage- und Antwortmodul verwenden und nicht den Chat. Genau, dann zu unseren drei Experten. Erstmal noch vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich stelle Sie jetzt eben vor und erzähle auch noch mal kurz dazu, warum ich Sie jetzt dann oder was jetzt Ihre spezielle Expertise in diesem Bereich ist. Alle haben so ein bisschen ja auch den übergeordneten Blick und können sich zu den Fragen zur EU-Gesetzgebung äußern, aber eben auch kurz, worauf wer jetzt noch so ein kleines bisschen spezialisiert ist. Einmal haben wir Professor Dr. Tobias Kostomczyk. Er ist Professor für Medienrecht an der Technischen Universität in Dortmund. Und neben der juristischen Expertise hat er eben auch noch ein bisschen den Blick auf Kommunikationswissenschaften, Journalismus, insbesondere Wissenschaftsjournalismus. Dann haben wir Professor Dr. Tobias Keber. Er ist Professor für Medienrecht und Medienpolitik in der digitalen Gesellschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ist heute so ein bisschen unser Ansprechpartner für die Chatkontrolle und beschäftigt sich generell auch noch mit digitaler Ethik, Völkerrecht etc. Und zuletzt haben wir noch Professor Dr. Matthias Kettemann. Er ist Programmleiter im Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Und er beschäftigt sich eben auch viel mit Plattformregulierung, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Genau, schön, dass Sie alle hier sind. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Kettemann. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es bei der EU-Digitalgesetzgebung so ein bisschen Licht und Schatten gibt. Also, dass der Digital Services Act zum Beispiel eher positive Kritik bekommen hat, die Chatkontrolle eher negative. Wie sehen Sie denn jetzt den Digital Services Act und den Digital Markets Act generell? Und wie sehen Sie auch die Gesetzgebung in letzter Zeit? Finden Sie, das ist bei den beiden Gesetzen jetzt insbesondere, ist es etwas intransparent gewesen oder sagen Sie, das ist eigentlich ein normaler EU-Gesetzgebungsvorgang gewesen? Also mit diesen beiden Gesetzen, dem DSA und dem DMA, ist ein riesiger Schritt in Richtung fairere Märkte und bessere Online-Plattformen gemacht worden. Man liest von einem neuen Grundgesetz für das Internet und in der Tat ist es so, dass sich hier auf europäischer Ebene eine neue Qualität der Regulierung zeigt, die festhält an vielen Bewährten, wie zum Beispiel der Haftungsfreistellung für die Plattformen, die aber auch zeitgerecht eingeht auf die Herausforderungen. Wir haben in den letzten 15 Jahren gesehen, dass es nicht ausreicht, die Plattformen alleine zu lassen. Wir brauchen stärkere Pflichten, gerade was die Inhalte angeht, die nicht illegal sind. Und das ist auch der größte und wichtigste Schritt, den der DSA macht. Ne? Der sagt jetzt zu den Plattformen, ihr könnt weiterhin eure allgemeinen Geschäftsbedingungen, eure internen Regeln anwenden. Aber
wenn es um diese lawful but awful Bereich geht, also um die Inhalte, die zwar noch rechtens sind, die also nicht vom Staat verboten werden, aber die, besonders wenn sie von den Empfehlungsalgorithmen stärker verteilt werden, zu schlechten gesellschaftlichen Folgen führen können, dann müsst ihr hinsichtlich dieser Inhalte Risikobewertungen machen, Krisenprotokolle machen. Ihr müsst begründen, welche Inhalte ihr entfernt. Es gibt dann Beschwerdeverfahren, Berichtspflichten. Und diese Unterscheidung ist wichtig und die kommt auch jetzt neu eben mit dem Digital Services Act. Und der Digital Markets Act, der sorgt dafür, dass die großen Torwächter, die großen Gatekeeper, dass die nicht mehr alles machen dürfen, was sie wollen, die Apples unserer Zeit, die Amazons. Da wird jetzt für fairere Märkte gesorgt, was wichtig ist, weil eines der Charakteristika der Online-Welt ist, dass nicht nur starke Unternehmen auf offenen Märkten tätig sind, sondern sich Unternehmen eigene Märkte schaffen, eigene kleine Reiche und dort mit Recht, mit Algorithmen, mit Macht ihre Prinzipien durchsetzen, ihre Prioritäten durchsetzen und DSA, DMA helfen, diese internen Regeln jetzt wieder etwas zu korrigieren, wieder einzunorden auf gesellschaftliche Werte. Das ist deswegen gut. Schlecht ist, wie das teilweise gemacht wurde. Gerade gegen Ende hin hat man gemerkt, dass das Verfahren intransparenter wurde, Änderungen in letzter Sekunde durchgedrückt, vorgenommen wurden. Nicht alle Änderungen waren schlecht, aber das Verfahren war zu schnell, zu intransparent. Die Tatsache, dass wir Wochen nach den entsprechenden Beschlüssen noch nicht finale Fassungen haben, über die wir diskutieren können, die wir kritisieren müssen können, das ist ein schlechtes Vorgehen. Und es ist ein bisschen schade, weil das jetzt in das schöne, helle Licht des DSA, DMA so ein bisschen ein kritisches Dunkel hineinbringt. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung. Dann würde ich noch zu Herrn Keber kommen als nächstes. Genau, wie sehen Sie denn jetzt den Gesetzesvorschlag zur Chatkontrolle und generell auch bei der Berichterstattung über diese Themen? Gibt es da klassische Fallstricke oder Unklarheiten auch bei der Berichterstattung über EU-Gesetze, die vielleicht nicht sofort ersichtlich oder transparent sind? Ja, das Erste ist mal, dass man festhält, also die Chat-Kontrolle ist kein Measure innerhalb des DSA, sondern ist eine andere Ägide. Es geht um den Schutz von Kindern gegen dokumentierten Missbrauch im Internet. Dort ist die Kommission mit einem Vorschlag am 11. Mai vorgeprescht und sagt jetzt, wir müssen mehr dagegen tun. Wir müssen, also das Ganze wird unter der Chat-Kontrolle, der sogenannten Chat-Kontrolle, diskutiert. Wir müssen mehr machen und wir müssen im Prinzip bei Messengern schauen, was kommunizieren die Leute, und wenn dort Bildmaterial, problematisches Bildmaterial dabei ist oder es um Grooming geht, wenn also Erwachsene sich an Minderjährige heranmachen wollen, dann müssen wir hier durch technische Mittel intervenieren. Dann ist natürlich die große Frage, wie machen Sie das technisch? Ne? Und das ist auch schon der Grund für die Kritik. Das ist auch eine Verordnung. Das ist übrigens generell, der neue Trend. Die ganzen neuen digitalen Mechanismen der Gesetzgebung sind in der Regel Verordnungen und nicht mehr Richtlinien wie früher, müssen also nicht mehr umgesetzt werden, sondern stellt unmittelbar geltendes Recht dar. So, und in dieser neuen Verordnung bei der Chatkontrolle, da geht es jetzt um die Frage, wie setzt man das technisch um? Wie kann man das überhaupt? Die Verordnung ist an der Stelle sehr abstrakt. Und je nachdem, wie Sie das machen, kann das schon dazu führen, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die wir uns ja erkämpft haben bei den Messengern, damit konfligiert. Und damit sehen Sie auch ein Grundproblem der Digitalgesetzgebung, den hat auch der DSA, da geht es auch um Jugendschutz zum Teil, dass hier verschiedene Bereiche konfligieren, dass Sie auf der einen Seite sagen, Sie wollen mehr Jugendschutz und deswegen wollen Sie eine Altersverifikation, dass das aber nur geht mit Daten und dass dann der Datenschutz um die Ecke kommt und sagt, dann kann die aber gar nicht mehr anonym dabei sein. Und das heißt also, Sie haben hier zum Teil Bruchstellen, die man diskutieren muss. Ja, vielen Dank. Und dann noch zuletzt zum Eingangsstatement Herr Gostomczyk. Es gibt ja, ich hatte ja auch zu Eingangs erwähnt, es gibt da ja noch viele andere Gesetze, den Data Act, den AI Act. Haben Sie den Eindruck, momentan ist das eine wichtige Phase, also drängt da die EU und das, was jetzt passiert, prägt eigentlich die digitale Regulierung für die nächsten Jahre? Und als Zweites, haben Sie den Eindruck, die Gesetze sind medial oft schwer greifbar? Und dann vielleicht auch die Frage, wieso und ob man da was gegen machen könnte? Ja, also definitiv hat man hier eine Festsetzung für die nächsten Jahre.
Also beim DSA ist es ja so, dass die Vorgängergesetzgebung, die E-Commerce-Richtlinie, wirklich Jahrzehnte Bestand hatte, bevor sie jetzt abgelöst worden ist. Und man kann davon ausgehen, dass die Gesetzgebung, die jetzt stattfindet, auch in den Grundfesten auch über die nächsten Jahre hinweg tragen wird. Was macht die Berichterstattung hier aus? Also wenn man Berichterstattung generell sich anguckt, geht es ja erstmal darum, dann eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen, am Meinungsbildungsprozess mitzuwirken, Informationen zur Verfügung zu stellen, die hierfür wichtig sind und auch Kritik und Kontrolle zu ermöglichen. Aber Berichterstattung hat natürlich auch die Zielsetzung, Aufmerksamkeit zu binden. Und auch schon aus ökonomischen Gründen ist das wichtig. Also wie geht man damit um, wenn das die Rahmenbedingungen sind und man 1,30 für einen Audiobeitrag hat oder 6.000 Zeichen, was schon viel wäre für einen Online-Beitrag, und der geleakte Entwurf des DSA, der möglicherweise dem finalen Entwurf entsprechen wird, 603 Seiten hat. Also dann bleibt es ja nur noch möglich, dass man radikal eine Auswahl trifft, sich auf Grundanliegen bezieht, besondere Regelungsgegenstände herausgreift, aber das nur sehr selektiv tun kann, und dass man dann bewertet, ist das Ganze eher gut oder eher schlecht. Und das lautet dann in der Berichterstattung ungefähr so, dass es eine Zeitenwende vielleicht auch hier gibt, die eingeläutet wird, dass es für Netznutzerinnen viele Fortschritte gibt, aber dass die Wirtschaft auch verbraucherfreundliche Regelungen oder auch jugendschutzfreundliche Regelungen etc. verhindert hat. Und dann folgen noch so ein paar Beispiele dazu. Und ist es also natürlich so, dass eine genauere Auseinandersetzung hier nicht gelingen kann und dass man radikal die Komplexität reduzieren muss. Und wenn man das zum Qualitätskriterium macht, der Berichterstattung, dann fällt die Kritik natürlich sehr, sehr leicht. Also da muss die Berichterstattung von vornherein scheitern. Was ließe sich also verbessern, kann man sich auch fragen. Man könnte natürlich besser einordnen, Begriffe genauer erklären, sie richtig verwenden, die richtigen Expertinnen am besten mit einer Rücksprache mit dem Science Media Center dann zu Wort kommen zu lassen. Aber das Grundproblem wäre damit wahrscheinlich immer noch nicht gelöst. Denn die Aufmerksamkeit ist begrenzt, der Platz in den Medien auch. Die Digitalthemen sind nicht die einzigen Themen, obwohl wir das hier natürlich in dieser Runde meinen, die wichtig sind. Es gibt auch Corona und den Krieg in der Ukraine. Und das stellt sich die Frage, was ist also Allgemeinwissen und was ist eher Wissen dann für Spezialisten? Und so bleibt vielleicht am Ende noch der Ausblick, und das macht mein Kollege Holger Worm immer gerne, der sagt, dass der Wissenschaftsjournalismus, also Wissenschaftsjournalismus generell, sehr viele Parallelen hat zu den Funktionsweisen der Wissenschaft. Und hier wären wir ja in der Situation, wo gerade im juristischen Kontext die Kommentierungen beginnen. Also Herr Kettemann wird auch einen Kommentar herausgeben, DSA und DMA-Kommentar zusammen mit anderen. Und der Prozess also eintritt, wo diese 603 Seiten und die vielen Artikel, die es dazu gibt, auch in sich geschlossen natürlich überhaupt nicht nur stringent sind, sondern erläuterungsbedürftig und die Frage sich stellt, wie man davon wegkommt, jetzt nur am 24.04., also an dem Tag, war auch noch dann am Wochenende der Einigung, der finalen Einigung über den DSA und weitere Digitalgesetzgebung an anderen Tagen dann berichtet, also wenn es den aktuellen Aufhänger gibt, sondern dass man das von Themen entkoppelt macht und wenn das ganze Thema über Jahre hinweg transparent ist und Anlass für Auseinandersetzung bietet, stellt sich auch die Frage, ob man dort nicht ein Dossier auflegt und wenn das die Nachfrage hat, auch von Seiten des Marktes und von Seiten der Nutzerin. Da gab es direkt die Nachfrage im Chat schon, wer denn die richtigen, in Anführungszeichen, Experten sind und wer die falschen. Und dann von mir natürlich auch die Frage, wie man das vielleicht erkennen kann. Achso. Ja, wie sollte man es erkennen? Also erstmal würde ich dann auch gucken, wer hat schon zu bestimmten Themen publiziert. Das würde auf jeden Fall sicherstellen, dass da schon eine intensivere Auseinandersetzung stattgefunden hat. Die Frage ist natürlich weiterhin, ob dann die Stellungnahmen, die Sie dort erhalten, auch medienadäquat entsprechend sind. Da
gibt, das weiß man jedenfalls aus der Expertenforschung, immer gerne diejenigen gefragt werden, die möglichst schnell da sind und erreichbar sind. Also hier kann es natürlich Unterschiede geben, weil die Bereitschaft, dass die dafür gegeben ist, nicht mit anderen Produktionsrhythmen auch tatsächlich übereinstimmen müssen. Aber das sind natürlich immer Fragen dann der fachlichen Ausgewiesenheit, der entsprechenden Expertise, ob es schon weitere Stellungnahmen gibt in bestimmten Bereichen. Das würde ich sagen, sind auf jeden Fall für Medien jedenfalls relevante Kriterien. Wenn ich einen guten Anwalt oder Anwältin suchen würde, dann würde ich immer raten, gehen Sie zu den Gerichten, mit denen Sie dort beschäftigt sind, und fragen Sie die Richterinnen. Und wenn die sagen, das ist ein guter Anwalt, gute Anwältin, dann hat man da gute Chancen. Und hier in dem Bereich könnte man auch andere Wissenschaftlerinnen fragen, selbst wenn sie nicht Zeit haben für ein Statement, sich dort weitere Empfehlungen geben zu lassen. Vielleicht noch ergänzend, gerade in unserem Feld, also dem Internet- und dem Medienrecht, wir veröffentlichen sehr viel auch online. Das heißt, wenn der Name im Kontext mit einem Suchbegriff vorkommt, dann ist es meistens ein Zeichen, dass der Mensch schon dazu gearbeitet hat. Also Leute, die nicht mit DSA und der eigenen Name auf Google gefunden werden können, die haben jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht so viel zum DSA geschrieben. Und dann bin ich auch, würde ich den Kollegen unterstützen, ein großer Fan dieses Schneeballprinzips, ne, dass man, wenn man mal jemanden kennt, dass man dann fragt, und mit wem soll ich denn noch reden? Weil wir kennen ja auch untereinander ein bisschen uns. Vielleicht dazu eine kurze Nachfrage vielleicht an Sie, Herr Keber, und zwar, da muss man ja auch so ein bisschen abwägen, weil zum Beispiel bei Chatkontrolle gibt es einfach sehr viele Leute, die sich aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven dazu äußern. Also der Chaos Computer Club geht dann mit vielleicht der Perspektive auf die auf das Problem für die Verschlüsselung. Dann gibt es irgendwelche Ermittler, die dann natürlich mit dem Potenzial für die Ermittlungsbehörden drauf gucken. Dann gibt es Organisationen, die sich primär um das Wohl der Kinder sorgen. Und dann gibt es natürlich eben noch die Juristinnen und Juristen. Kann man das irgendwie abwägen, was da jetzt wichtig ist? Ach ja, und natürlich die politischen Statements, die habe ich jetzt auch noch vergessen. Also kann man das irgendwie abwägen oder würden Sie sagen, da müsste man, da gibt es weniger von einem und vielleicht zu viel von dem anderen? Ja, es ist zumindest die Aufgabe der Medien, da auch, ja, ich denke mal, ein bisschen Ordnung reinzubringen und auch zu erklären in der Berichterstattung, wenn man zum Beispiel jemanden zu Wort kommen lässt vom Chaos Computer Club, das sind gute Leute, die sind technisch sehr, sehr ausgewiesen, ob die dann den Unterschied zwischen der Richtlinie und der Verordnung kennen. Ja, nicht zwingend. Und das heißt also, das muss man so ein bisschen einfangen und muss dann, oder vielleicht auch in der Berichterstattung des Chaos Computer Clubs, wenn es dann heißt, naja, die EU plant etwas zu tun, ja, dann fehlt dann so ein bisschen das juristische Korrektiv, das dann sagt, ja, Moment, wir haben einen Vorschlag der Kommission. Wir stehen im Gesetzgebungsverfahren ganz am Anfang. Das weiß jeder Jurist, nur draußen wissen es die Menschen zum Teil nicht, dass man dann sagt, es kann sich noch viel bewegen. Das Parlament hat eine Auffassung, der Rat hat eine Auffassung und bis in 2 Jahren das finale Dokument da ist und dann schauen wir uns das nochmal an, was dann am Ende des Tages da geblieben ist von der Chatkontrolle. Nachdem auch, haben wir ja jetzt in der Berichterstattung heute schon gehört, unter anderem einige Minister auch bei uns ja, Bedenken beim Datenschutz haben. Ne, also da fließt noch viel Wasser, wie man so schön sagt, hinab. Und da braucht man manchmal so ein bisschen ein Korrektiv. Und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Medien, dieses Korrektiv dann auch entsprechend abzubilden. Ne, also die technische Seite abzubilden, die juristische Seite abzubilden, die politische, die vielleicht in einer bestimmten Art und Weise denkt und die natürlich was tun muss und will gegen Kindesmissbrauch, aber eben nicht um jeden Preis. Ne, also man muss da das ganze Feld ein bisschen weiter darstellen, ja. Und es gab noch die konkrete Nachfrage, ob es jetzt irgendwelche falschen Experten, also ob das jetzt als Aussage zu interpretieren ist, dass da irgendwelche falschen Experten zu Wort gekommen wären. Ich weiß nicht, vielleicht auch an Sie, Herr Gostomczyk, weil Sie das anfangs mit den Experten gesagt hatten. Gibt es da irgendein konkretes Beispiel, das Ihnen einfällt? Oder? Ach so, nein, das möchte ich gar nicht sagen. Also das war nur eine Frage, wie man Qualität in die Berichterstattung hineinbekommt. Und erfahrungsgemäß ist es ja nicht nur der O-Ton von 2 Zeilen, um den es dann geht, sondern eben auch die Erläuterung, die gesamte Erläuterung, eine halbe Stunde noch außenrum, die mit Rolle spielt für die Berichterstattung. Und
Deswegen habe ich gesagt, die richtigen Experten, weil das sich in der Qualität häufig der Berichterstattung unmittelbar auch niederschlagen kann. Das war jetzt nicht der Ansatzpunkt, dass ich sagen würde, da laufen falsche Experten rum. Dafür habe ich auch keinen gesamten Überblick. Also das wäre jetzt einfach viel zu viel dann auch gesagt. Da, wo ich Medien konsumiere, da kommen schon, würde ich sagen, auch die richtigen Experten zu Wort. Herr Kettemann und Herr Kieber zum Beispiel. Ja, genau. Schön wär's. Aber wir wollen ja, genau, wir hatten auch hier noch eine andere Frage, und zwar zum Digital Services Act. Herr Kettemann, haben Sie, das würde ich jetzt an Sie stellen, haben Sie da den Eindruck, oder beziehungsweise was glauben Sie, was wurde da denn konkret jetzt zu wenig oder zu viel betont beim Digital Services Act? Ja, das kommt natürlich ganz auf die Länge der jeweiligen Artikel, die man zur Verfügung hat. Mir kommt vor, dass in der Berichterstattung, dass die in den deutschen Medien im Großen und Ganzen sehr gut war, dass die sogar noch detaillierter war, als man es teilweise erwarten konnte, aufgrund der doch bestehenden Komplexität der Materie. Was ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre stärker auf die ökonomische Dimension einzugehen und zu hinterfragen, warum etwa jetzt Maßnahmen gegen oder zu mehr Fairness in Werbemärkten, warum die vielleicht nicht so viel Nachhall gefunden haben, weil die Plattformen jetzt ja auch bezüglich der zielgerichteten Werbung stärker informieren müssen. Was mir noch ein bisschen abgegangen ist, ist der wichtige Bereich der algorithmischen Regulierung. Die Plattformen müssen jetzt sehr viel mehr darüber informieren, was für Empfehlungsalgorithmen sie verwenden, worauf die optimiert sind. Und das halte ich für eine ganz zentrale Zukunftsfrage, weil hier darüber verhandelt wird, nach welchen Prinzipien die öffentlichen Diskurssphären beherrscht werden. Jetzt wissen wir ausreichend, dass die Regeln, die die privaten Akteure setzen, das wissen wir jetzt nicht nur dank Elon Musks Versuchen, hier für Freiheit zu sorgen, was er nicht kann, auch dank dem DSA. Wir wissen, dass die Regeln, die die Plattformen setzen, wichtig sind. Wir haben noch zu wenig, glaube ich, in der Öffentlichkeit erkannt, oder vermittelt der Öffentlichkeit, dass die algorithmischen Empfehlungssysteme einen enormen Einfluss darauf haben, wie online kommuniziert wird, was man sieht, was verschwindet. Und da hilft jetzt der DSA schon ein bisschen. Da denke ich, sollte man noch ein bisschen mehr tiefer bohren. Den Einfluss von Algorithmen auf Vielfalt, auf den Meinungskampf online. Dann eine Frage an Sie, Herr Keber. Und zwar, der EuGH hat bereits einmal Uploadfilter im Zusammenhang mit dem Urheberrecht nach Artikel 17 als rechtskonform bewertet, sagt der Fragesteller. Könnte Ihrer Einstellung nach Uploadfilter anstelle des Client-Side-Scanning dazu genutzt werden, bei einer Chatkontrolle oder eine Chatkontrolle rechtlich durchzusetzen und damit dann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung de facto abzuschaffen? Bei Urteilen des EuGH muss man erstmal immer sehr genau hingucken, in welchem Kontext die ergangen sind und welche Frage der EuGH beantwortet hat und welche nicht. Wenn das zum Beispiel Vorlagefragen sind, dann beantwortet der EuGH eben nur die vorgelegte Frage. Und dann ist es schwierig, einen Schluss letztlich zu machen, dass man sagt, der EuGH hat Uploadfilter in jeder erdenklichen Konstellation für möglich gehalten. Das hat er auch in diesem Verfahren so nicht gesagt. Und der EuGH ist auch gerade dann sehr vorsichtig, wenn es um Grundrechtsabwägungen im Einzelfall geht. Dann gibt er im Prinzip so einen groben Rahmen vor, sagt dann aber, die Abwägung im Einzelfall, das machen bitte die nationalen Gerichte. So, also von daher muss man erstmal immer gucken, was hat der EuGH da grundsätzlich gesagt. Das ist das Erste. Das Zweite, der Kontext ist natürlich ein ganz anderer. Urheberrecht, auch wenn Sperren immer gegen verschiedene Dinge denkbar sind und das Urheberrecht ist da gerne dabei. Früher hat man Kinderpornografie gesagt, jetzt sagt man richtigerweise dokumentierter Kindesmissbrauch. Das heißt, das kennen wir netzpolitisch schon lange, diese Mechanismen. Man kann aber nicht das eine auf das andere eins zu eins übertragen und die Datenschutzimplikationen, die sind bei der Chatkontrolle schon immens. Also wenn die tatsächlich dazu führen würde, diese Verordnung, wenn sie fertig wäre und genauso verabschiedet wäre, wie sie vorgeschlagen ist, dann würde sie zumindest negative Anreize setzen, faktisch, für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil das ja zu problematisch wäre, die aufzuheben, beziehungsweise dann mit Mechanismen, wie sie die auch in der Quellen-TKÜ haben, also sie müssen dann Maßnahmen implementieren auf den lokalen Geräten. Da muss
vorher, bevor abgesandt wird sozusagen, kontrolliert werden. Und also die Implikationen sind schon hoch und ich könnte mir vorstellen, dass der EuGH da, weil er dem Datenschutz schon auch sehr verpflichtet ist, Vorbehalte hätte. Da hätte ich direkt eine Nachfrage zu, und zwar zu dem Begriff der Verhältnismäßigkeit. Das finde ich ja immer sehr interessant. Da ist ja auch immer die Rede davon, das wird bei der Chatkontrolle auch immer betont. Können Sie dazu was sagen? Also wie wird das abgehoben und geht das überhaupt? Weil man weiß ja zum Teil gar nicht genug über die Wirkung solcher Maßnahmen, um die Verhältnismäßigkeit vielleicht gut beurteilen zu können, weil man jetzt gar nicht weiß, wie viel das bei den Ermittlungen überhaupt hilft. Es ist schwierig, das gegen den Datenschutz abzuwägen. Und ja, dann natürlich eben auch die Frage, inwiefern das vereinbar ist mit dem Koalitionsvertrag der DSGVO. Also da so ein bisschen zur Verhältnismäßigkeit. Können Sie da was sagen? Ja, also die Verhältnismäßigkeit ist ja zunächst mal ein allgemeiner Rechtsgrundsatz. Das haben Sie im nationalen Verfassungsrecht. Sie haben das auch auf internationaler Ebene, wenn Sie Grundrechte, europäische Grundrechte, wenn Sie Menschenrechte prüfen. Die kollidieren ganz gerne mal und da muss man abwägen und dann gibt es eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und da muss man sich fragen, ist eine bestimmte Maßnahme erstmal geeignet, ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Ist es dann erforderlich? Das heißt, gibt es mildere Mittel? Ne? Und ist es alles in allem angemessen? Und jetzt kann man natürlich sagen, tja, wie sieht es mit der Eignung aus? Wo findet denn dieser Kindesmissbrauch im Internet tatsächlich statt? Also was macht die Verordnung, der Vorschlag? Der fokussiert, übrigens, der enthält eigentlich viel mehr, aber er fokussiert vor allem die Messenger. Und dann wäre also die Grundannahme, gut, wird dieses Material vornehmlich über Messenger überhaupt kommuniziert. Und da kann man schon Zweifel haben, wenn Sie die Ermittler fragen, dann sagen die, ja, sowas kommt schon mal vor bei WhatsApp, schon richtig. Aber im Großen und Ganzen wird sozusagen im Dark Web werden einfach nur Links getauscht und diese Links, die führen zu Dateien, die bei Hostern, die im Clear Web, also in dem Web, in dem wir uns auch alle bewegen, abgelegt sind, verschlüsselt und im Dark Web verteile ich eben nur die Links dazu. Ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, gut, und wenn das die Konstellation ist, wo am meisten kriminelles Verhalten, das hier dem hier begegnet werden soll, entsteht, ist diese Verordnung an der Stelle geeignet, das aufzubrechen. Ja, und das muss man sich dann genau angucken. Das ist dann auch die Frage, wie das technisch geht. Aber die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist eben eine, die man ja über jede Maßnahme nochmal drüberlegen muss. Ja. Jetzt haben wir hier eine Frage, die, genau, das geht jetzt so ein bisschen zur Desinformation. Da hat man im Vorhinein auch gesagt, da können wir uns jetzt nur begrenzt zu äußern, weil wir das halt eben nur aus juristischer Perspektive können. Aber ich weiß ja, Herr Kostomczyk, Sie sind da ja auch in einem Forschungsprojekt, glaube ich, zum Thema Desinformation. Deswegen würde ich die Frage an Sie mal stellen, ob der Digital Services Act Ihrer Ansicht nach helfen wird, gegen Desinformation vorzugehen. Also dem, was Sie, Herr Kettemann, ja auch als diese nicht strafbaren, aber problematischen Inhalte definiert haben. Also gerne Herr Kostomczyk und Sie können dann noch ergänzen, wenn Sie wollen. Also da gibt es definitiv Ansatzpunkte. Der erste Schritt wäre natürlich das Filtern von Desinformation. Also hier gibt es vielleicht keinen Ansatzpunkt, dass es in dem Sinne hilft, der DSA, aber dass man jedenfalls mehr verstehen können soll über die Filterpraktiken der Plattform. Also das wäre ein Ansatzpunkt. Der nächste Ansatzpunkt ist, wenn eine Post für eine Information veröffentlicht worden ist und sie im Nachhinein gelöscht wird, kann das natürlich auf Grundlage der Community Standards geschehen. Da gibt es auch Ansatzpunkte. Der interessanteste Punkt für mich ist aber, dass es jetzt eine neue Vorschrift gibt, die vertrauenswürdigen Hinweisgebern, also zum Beispiel dann Medien oder auch Rechercheverbünden wie Korrektiv, einen Rechtsstatus gibt für das professionell betriebene Faktenchecking. Und diesen Standard gab es bislang nach der deutschen Rechtslage. Jedenfalls hat man sich darüber gestritten, wo kommt eigentlich die Legitimation her, dann von Recherchebüros. Sie sind beauftragt worden, dann von Facebook oder von YouTube oder von anderen Plattformen Fakten zu checken. Und das Faktenchecken hatte auch eine Auswirkung, dadurch, dass dann Posts gekennzeichnet worden sind oder dass Reichweiten
eingeschränkt worden sind. Aber die Frage und die Plattformen haben dadurch natürlich auch ihre Verantwortung erstmal delegiert, in dem Moment, in dem das andere gecheckt haben. Dann wird gesagt, ja, da gibt es eine Rückbindung an die Gesellschaft. Aber die Grundfrage besteht trotzdem, wo kommt eigentlich die Legitimation her? Und da haben sich das Gerichte, die darüber hätten entscheiden können, nämlich das Landgericht in Mannheim und das OLG in Karlsruhe, sehr zurückgehalten, was diese institutionelle Frage betrifft. Und die ist jetzt aber geklärt über den DSA, dass es eben so etwas gibt wie vertrauenswürdige Hinweisgeber, die auch bestimmte Kriterien erfüllen sollen, um dieses Vertrauen auch erstmal zu verdienen, aber dann eben auch dafür eingesetzt werden können, um im Faktenchecking tätig zu sein. Und dann gibt es natürlich noch die großen Desinformationskampagnen, und hier würde ich an Herrn Kettemann übergeben. Wenn lustige Desinformationskampagnen, ich bin nicht dafür verantwortlich, aber ich kann gerne für die Informationskampagnen ergänzend noch, also in dem DSA sind einige der von mir vorher angesprochenen neuen Pflichten von digitalen Diensten haben unmittelbar eine Wirkung auf die Art und Weise, wie sich dort Desinformation verbreitet. Das beginnt bei den Risikoassessments, weil explizit im DSA drinnen steht, dass ein Risikoassessment, das die Plattformen abgeben müssen, auch die Wirkung ihrer Regeln und ihrer Algorithmen, also auch ihrer Empfehlungssysteme für die öffentliche Gesundheit, für demokratische Diskurse und demokratische Selbstvergewisserungen umschließt. Das heißt, die Plattformen müssen sich selbst, die müssen die Hosen quasi runterlassen und sagen, okay, was kann ich sagen über meine Algorithmen? Wie wirken sich die aus? Was passiert, wenn 3 Tage vor der Wahl plötzlich ein großes Leak kommt? Verbreitet sich das überall? Kann ich das beenden? Habe ich etwa, wenn Terrorbilder verbreitet werden oder Terrorvideos, habe ich da ein Notfallskonzept, das sicherstellt, dass sich das Video nicht verbreitet? Maßnahmen gegen missbräuchliche Accounts, auch zu denen werden die Plattformen verpflichtet. Und auch das hilft dann sehr stark, weil die Plattformen ja intern Desinformationskampagnen regelmäßig als koordiniertes, inauthentisches Verhalten beschreiben, damit auch als Missbrauch beschreiben, über das sie entsprechend dann intern den Stock brechen können. Also ja, da tut sich auch im Bereich Desinformationskampf einiges. Wie genau sich es auswirken wird, ist sehr schwer zu sagen, aber auch deswegen, weil wir heutzutage schon sehr wenig an echten Zahlen dazu haben und echter, wirklich belastbarer Forschung über die konkrete Auswirkung von Desinformation. Das ist echt schwer. Manchmal redet man etwas zu viel darüber, aber dieser hilft jedenfalls. Vielleicht noch ergänzend dazu, ganz, ganz interessant, Desinformation. Also da müsste man sich erstmal fragen, was ist das überhaupt? Eine Definition wird jetzt im DSA nicht definiert, kommt auch nur in den Erwägungsgründen, da ziemlich häufig vor. Aber es gibt ja an anderer Stelle diesen neuen Crisis Response Mechanism, wo man zum Beispiel gegen russische Propaganda vorgehen könnte, wenn das dann von der Vorschrift adressiert wird. Aber an der Stelle hat man dann zumindest auch die Definition einer Krise. Aber da wird es dann auch schwer, und da bin ich dann bei Herrn Kettner, dass man, da haben Sie verschiedene Akteure, ne? Also dieses Risk Assessment und inwieweit stellt die Plattform, gießt die also Öl ins Feuer für russische Staatspropaganda? Welche Measures muss man sozusagen dann vor diesem Hintergrund annehmen? Da gibt es dann ein weites Ermessen zunächst mal des Providers, aber die Kommission kann da auch in Dialog treten. Also da gibt es schon auch komplexe Abstimmungsverfahren, wo wir dann erstmal schauen müssen, ob die in der Praxis dann wirklich so funktionieren. Wir hatten da noch eine Frage, auch an Sie würde ich jetzt stellen, auch zur Chatkontrolle, und zwar, wie es da mit den rechtlichen Konflikten bzw. Schwierigkeiten bei einer Einführung in Deutschland aussieht, auch insbesondere im Hinblick auf das vereinbarte Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Koalitionsvertrag, also inwiefern es da inwiefern diese möglichen Kollisionen da gelöst werden könnten? Naja, die simple Antwort ist, wenn ich rein juristisch, der Koalitionsvertrag ist ein juristisches Nullum, das ist eine politische Absichtserklärung, das ist schön, das ist politisch bestimmt auch wichtig, dass man sich daran hält, ist aber kein juristisch durchsetzbarer Vertrag in dem Sinne. Eine Verordnung ist ein Rechtsakt der Europäischen Union, der unmittelbar verbindlich ist. Also da sticht dann die Verordnung, ne? Und auch noch eine kurze Nachfrage, ob es ähnliche Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechtsbedenken gibt, auf die Sie bereits hingewiesen haben im
Bereich der Chatkontrolle, ob sie auch außerhalb von Deutschland gibt? Also die Bedenken am Datenschutz, oder? Ja, also die Bedenken, ich verstehe das so, die Bedenken, dass die Chatkontrolle sich negativ auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte auswirken kann. Also ich kann Ihnen jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob die Diskussion 1:1 in Frankreich und Italien zur Chatkontrolle jetzt genauso geführt wird. Es gab tatsächlich, vielleicht zielt das darauf ab, Unterschiede bei der Reform des Urheberrechts, was in dem Fall eine Richtlinie war. Sind die Debatten sehr unterschiedlich geführt worden. Also da waren wir sehr kritisch bei den Upload-Filtern in Deutschland, in Frankreich weit weniger. Wie das jetzt bei der Chatkontrolle ist, kann ich Ihnen nicht 1:1 sagen. Gut, wir sind auch, was den Datenschutz angeht, in Deutschland sehr sensibilisiert und in anderen europäischen Staaten vielleicht ein ganz klein bisschen weniger. Aber trotzdem halte ich die Implikationen bei der Chatkontrolle beim Datenschutz schon für signifikant. Mhm. Dann vielleicht eine Frage wieder an Sie, Herr Gostomczyk. Es hieß ja vorher, der Prozess, also wir hatten ja eben gesagt, der Prozess sei so intransparent gewesen, also bei der EU-Gesetzgebung ein bisschen. Wieso ist das so? Wer hat daran Interesse und welche Rolle spielen auch Lobbyisten bei diesen Entwürfen? Naja, also es gibt natürlich Stellungnahmen von allen möglichen Seiten. Das liegt auf der Hand. Und die Seiten, die über besondere Wissensressourcen verfügen oder besondere Geldressourcen, diese Kompetenzen aufzubauen, haben auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, dann auch Papiere mit einzureichen, die immer bei diesen Gesetzgebungsverfahren, und das war ja auch bei anderen Großakten der DSGVO etc. auch schon der Fall, gibt es eben viele Abstimmungserfordernisse, die zu nehmen sind mit unterschiedlichen nationalen Interessen, die mit einfließen, mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, Wirtschaftsinteressen kontra Verbraucherschutzinteressen, die mit einzubeziehen sind. Aber die Grundfrage ist natürlich, wie kommuniziert wird in diesen Abstimmungsprozessen, und wenn nicht nach außen hin im Detail nachvollziehbar ist, wann ist welche Regelung eingeführt worden und aus welchen Gründen ist es dort zur Änderung gekommen oder über ein Dokument abgestimmt wird oder gesagt wird, es sei jetzt beschlossen worden und das liegt aber noch gar nicht vor und man kann darauf keinen Bezug nehmen, dann ist das natürlich suboptimal. Die Abstimmungsprozesse im Einzelnen dort in Bezug auf den DSA zum Beispiel sind für mich aber nicht einsehbar. Also ich bin da nicht unmittelbar daran beteiligt und deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen. Mhm. Herr Kettemann, sehen Sie das ähnlich? Es ist natürlich immer eine Abwägung. Man kann nicht gänzliche Transparenz fordern. Das ist auch in einem nationalen Parlament wäre das nicht weder möglich noch sinnvoll. Was wir aber fordern können, ist, dass wenn schon groß von einer Einigung, über die Einigung berichtet wird auf bestimmte Klauseln, dann kann man fordern, dass zumindest eine möglichst finale Fassung, wenn die natürlich auch noch später der juristischen und sprachlichen Kontrolle unterworfen wird, dass die dann mitveröffentlicht wird. Es ist einfach, die Optik war nicht schön, zu sagen, quasi die Politik hat gesagt, jetzt haben wir uns darauf geeinigt und euch in der Öffentlichkeit werden wir schon einmal an die finale Fassung zukommen lassen. Das war einfach unglücklich. Mehr Transparenz zu fordern ist immer gut. Die EU ist ohne dies in vielen Bereichen schon nationalen Parlamenten etwas überlegen. In manchen Bereichen kann da durchaus der Bundestag noch lernen vom Europaparlament. Und ich stehe dazu, dass man das zu kritisieren, wie der Prozess gelaufen ist zum DSA, DMA. Kann die EU besser machen? Sollte sie besser machen, jetzt, wenn es den Datenakt und den AI-Act sich auf die beiden bezieht? Dann noch eine konkrete Nachfrage an Sie, Herr Keber. Sie sagten, es sei jetzt erst bei der Chatkontrolle der Anfang des Gesetzgebungsverfahrens. Wie stehen die Chancen, dass die Chatkontrolle noch komplett, also noch verhindert wird, ist hier erstmal die Frage. Das ist Kaffeesatzleserei. Das kommt darauf an, wie stark das Parlament sich gegen diesen Entwurf stark macht. Und das kommt darauf an, wie stark im Rat dann Bedenken auch noch kommuniziert werden. Also das finde ich jetzt schwer zu sagen. Ich kann vielleicht sagen, dass ich nicht glaube, dass der Text, so wie er momentan vorliegt, 1:1 am Schluss in geltendes Recht gegossen sein wird. Das glaube ich nicht.
Dann vielleicht noch eine Frage an Sie, Herr Gostomczyk. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen über die intransparenten Vorgänge gesprochen. Wie kann der Journalismus damit umgehen? Also es sind wichtige Gesetze und es ist wichtig, darüber zu berichten, aber manchmal hat man noch gar nicht die Informationen. Gibt es da irgendeinen Mittelweg, wie der Journalismus trotzdem sinnvoll der Vermittlungsfunktion nachkommen kann? Oder irgendwas, das berücksichtigt werden sollte? Naja, das wichtigste Mittel ist immer dann aktiv auf die mangelnde Transparenz hinzuweisen. Also dann darauf hinzuweisen, dass ja eine Einigung erzielt worden ist, dass man davon ausgeht, dass jedenfalls Kernbereiche unverändert geblieben sind, weil da nichts anderes kommuniziert worden ist. Aber ansonsten das genauso auch mit ja, anzumahnen und möglicherweise auch in der Pressearbeit, auch die Pressearbeit darauf ja, dann zu nötigen, ein Mindestmaß jedenfalls an Informationen weiterzugeben. Also es beschränkt sich ja meistens, die Berichterstattungsmöglichkeiten sind beschränkt, habe ich ja schon vorab darauf hingewiesen. Deswegen ist das jetzt meistens nicht so relevant, eine Detailformulierung noch zu haben, es sei denn, in der Detailformulierung steckt dann tatsächlich ein politischer Skandal, weil irgendetwas noch eingeführt worden ist, womit überhaupt niemand gerechnet hat, dann sieht es natürlich anders aus. Aber ansonsten würde ich einfach darauf hinweisen und sagen, es ist nicht optimal, wenn über etwas beschlossen wird und gar nicht klar ist, über was beschlossen worden ist. Dann kann man ja auch eine vorläufige Fassung herausgeben, die man dann anschließend auch wieder vergleichen kann mit der endgültigen Fassung. Das ist ja auch ein einfacher Weg, den man dann nehmen könnte. Ja, und das, was immer am meisten hilft, ist dann aktiv darauf hinzuweisen. Ist das denn mit der, ich sag mal, mangelnden Transparenz, ist das ein neues Problem? Nimmt das zu oder gab es das eigentlich immer schon und jetzt fällt es nur auf, weil gerade sehr viele Digitalgesetze auf einen ähnlichen Zeitpunkt fallen? Naja, also die Geschwindigkeit, also Herr Kettemann hat ja schon auch völlig richtig gesagt, dass die EU sich auf jeden Fall schon bemüht, immer verschiedene Dokumente, die zu datieren, die herauszugeben, eine Timeline zu benennen, dass auch klar ist, wo sind Eingaben, dass die abrufbar sind und so weiter. Also da gibt es wirklich eine deutliche Entwicklung, an die sich auch die nationalen Gesetzgeber inzwischen ja auch dran halten und auch zum Beispiel für bestimmte Änderungsprozesse im Zuge eines Gesetzgebungsverfahrens, dass die auch dokumentiert werden. Das ist ja an sich schon ein Vorteil, was auf jeden Fall unnötig ist. Was man vielleicht aus dem politischen Prozess verstehen kann, ist, dass man einen Druck braucht und dann die Sitzung in der Nacht, damit es dann zu einer Einigung kommt, weil alle keine Lust mehr haben, sich jetzt nicht mehr zu einigen. Das ist vielleicht politisch eben verständlich, aber dass man eine zum Beispiel Stellungnahmefrist hat, und das betrifft dann eher den nationalen Gesetzgeber, von 24 Stunden zu komplexen Gesetzgebungsvorhaben, das ist natürlich völlig unnötig und das ist auch durch nichts so richtig zu rechtfertigen. Also das muss einfach nicht sein. Und da kann man, also wie gesagt, immer nur aktiv darauf hinweisen. Und wenn man meint, dass es ein richtiges und wichtiges Thema ist, besteht ja auch die Möglichkeit, im Nachhinein zu gucken, weil wie sieht die Fassung aus, die veröffentlicht worden ist? Und gibt es vielleicht eine Divergenz zwischen dem, was kommuniziert worden ist und dem, was veröffentlicht worden ist? Und dann hat man natürlich auch einen Ansatzpunkt, der sich lohnen würde, auch journalistisch aufzugreifen. Ja, Herr Kettemann noch dazu, genau. Was noch zu ergänzen ist, dass vor allem die Taktung der Digitalgesetzgebung aktuell herausfordernd ist. Ich will von mir behaupten, dass ich mich einigermaßen auskenne und selbst ich habe die größten Schwierigkeiten, allein das Primärmaterial durchzulesen und zu hinterfragen und dann die Kommentare, die man lesen sollte, dazu zu lesen und die Studien der verschiedenen NGOs. Das Problem ist, dass es keine einfache Lösung gibt, jenseits vorzuschlagen, Rechtsakte zu ähnlichen Themen mit etwas mehr Abstand zueinander zu verabschieden. Aber das ist natürlich schwierig, das sozusagen als Policy-Forderung aufzustellen. Ich warne nur, dass wir in den Bereichen aktuell sehr viel Entwicklung haben und durchaus darauf fokussieren müssen, dass nicht da versehentlich Regeln entstehen, die ExpertInnen nicht ausreichend durchleuchtet haben, weil sie die Taktung der Regeln, der neuen Regeln aktuell sehr, sehr hoch ist. Mhm.
Jetzt haben wir hier noch zwei Fragen, die würde ich noch versuchen, schnell durchzukriegen. Ich glaube, die gehen auch vor allem an Sie, Herr Keber, weil Sie das eben auch angesprochen hatten. Da der Koalitionsvertrag ja ein juristisches Nullum ist, gäbe es überhaupt die Möglichkeit, das Recht auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Deutschland rechtlich derartig zu verankern, dass es gegenüber einer EU-Verordnung rechtlich Bestand hat? Schließlich steht das EU-Recht ja über nationalem Recht. Ja, und deswegen müssen Sie einfach nur überlegen, ob das Recht, Ende zu Ende verschlüsselt zu kommunizieren, als Teil des, national würden wir Fernmeldegeheimnis sagen, in den europäischen Grundrechten verankert werden kann. Und es gibt auch europäische Grundrechte, die Privatheit und private Kommunikation adressieren. Natürlich. Also Sie müssen es nur, also Sie können jetzt nicht einfach sagen, gut, die Verordnung, weil die Verordnung ist ja auch in eine Normenhierarchie eingebunden. Und die Verordnung ist Sekundärrecht, steht also unterhalb des Primärrechts. Und Primärrecht sind eben auch die Grundrechte der europäischen, also der EU-Charta. Und auch es gibt auch die MRK, die auch nochmal Privatheit schützt. Auch da ist Deutschland Mitgliedstaat. Und dann muss man gucken, ob dieses Recht möglicherweise ein Grundrecht und ein Menschenrecht ist. Und dann würde ja die Verordnung gegen dieses Primärrecht verstoßen. Und dann noch die letzte Frage an Sie, weil wir eben jetzt auch zu der Verhältnismäßigkeit gesprochen hatten. An welchem Punkt des Verfahrens spielt diese Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Rolle? Und wer entscheidet dann, ob die Chatkontrolle verhältnismäßig ist? Und wenn der oder diejenige zu dem Schluss gekommen ist, dass das nicht der Fall ist, was würde dann passieren? Ja, also in einer idealen Welt. In einer idealen Welt ist auch der Gesetzgeber grundrechtsverpflichtet. Und in einer idealen Welt wäre ein Vorschlag, der grundrechtswidrig ist, gar nicht möglich, weil der Gesetzgeber und auch der, der initial dafür verantwortlich ist, in dem Fall die Kommission als Exekutive, grundrechtsverpflichtet ist. Und der dürfte ja eigentlich gar nichts Grundrechtswidriges vorschlagen. Macht er aber eventuell doch. Und deswegen ist es dann der Job der Gerichte, das entsprechend wieder zu kippen. Das würde dann ganz ähnlich laufen, wie das bei der Urheberrechtsreform auch gelaufen ist, bei dem Polen eben gesagt hat, wir glauben nicht, dass das grundrechtskonform ist und dann der EuGH gesagt hat, ja, es bestehen zumindest keine grundsätzlichen Bedenken. Gut, dann neigen wir uns jetzt auch schon stark dem Ende zu, deswegen würde ich zur Abschlussfrage kommen. Und das ist an Sie alle die gleiche. Ich würde anfangen mit Ihnen, Herr Gostomczyk. Und zwar die Frage ist, wie beurteilen Sie jetzt die EU-Digitalgesetzgebung der letzten Jahre? Geht es Ihrer Meinung nach in eine gute Richtung oder gibt es noch viel Verbesserungsbedarf? Und was halten Sie für den wichtigsten Aspekt, den Journalistinnen und Journalisten aus dem Pressbriefing heute mitnehmen sollten? Also das ist eine sehr globale Frage. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall vieles auf den Weg gebracht worden. Es ist auch gut, dass vieles auf den Weg gebracht worden ist, weil damit internationale Standards gesetzt werden. Das ist ein Entwurf, an dem jetzt aber in vielen Bereichen an der Ausgestaltung weitergearbeitet werden muss, wo geguckt werden muss, wo Kollisionen auftreten, wo auch Verbesserungen möglicherweise angemahnt werden müssen. Also man hat jetzt einen Rohbau, so würde ich das mal sagen, und der Rohbau, den würde ich auch grundsätzlich als gut bezeichnen, jedenfalls in Bezug auf den DSA und in Bezug auf den DMA auch. Und jetzt geht es um die vielen Ausgestaltungen, die da notwendig sind und die sich bekanntermaßen ja eben auch über Jahre ziehen können. Was die Berichterstattung betrifft, würde ich gerne mit einem Wunsch enden. Und der Wunsch wäre, an alle anwesenden Journalistinnen nicht locker zu lassen, möglichst viel weiter zu berichten über diese Themen, das nicht nur aktualitätsbezogen zu tun, sondern sich immer wieder auch mal einzelne grundlegende Fragestellungen wie Upload-Filter oder Ausgestaltung von Algorithmen oder Risikobewertungssystemen, so abstrakt sie auch noch sein mögen, herauszugreifen und vielleicht anschauliche Aufhänger zu finden, um dann doch nachhaltig darüber zu berichten. Ich habe den Verdacht, wahrscheinlich haben wir genau die Leute, die das machen, auch jetzt als Teilnehmer hier drin. Und die, die es nicht machen, gucken nicht zu. Aber es ist trotzdem ein sinnvoller Wunsch, würde ich denken. Dann die gleiche Frage nochmal an Sie, Herr Kettemann. Wie beurteilen Sie die EU-Digitalgesetzgebung? Geht die in eine gute Richtung? Gibt es Verbesserungsbedarf? Und was halten Sie ansonsten für den wichtigsten Aspekt, den wir heute besprochen haben? Sie ist wichtig, sie ist richtig. Sie kommt 5 Jahre zu spät oder 10 Jahre zu spät, je nach Fachgebiet. Und sie wird auf jeden Fall, da die USA, da China, da Russland aktuell keine ernstzunehmenden
Regulierungsvorschläge machen, wird das einen Standard setzen, der weltweit gesehen und gehört wird und Vorbildwirkung haben wird in vielen Bereichen. Das ist gut und das ist sinnvoll. Ich glaube, der größte Mehrwert, den wir aktuell sehen in diesen Gesetzen, ist, dass endlich anerkannt ist, dass neben den Regeln auch die Technik eine Rolle spielt, die Algorithmen eine Rolle spielen und dass sowohl im DSA als auch im DMA frontal sowohl Regeln der Plattformen, die internen Regeln, als auch deren Aufmerksamkeitstechniken, deren Machttechniken kontrolliert werden. Da hinzukommen, war schon ein großer, wichtiger Schritt. Vielen Dank. Und Herr Keber, dann wird es Sie nicht überraschen, dass Sie genau die gleiche Frage noch zum Abschluss bekommen. Ich sehe es auch im Grundsatz genauso. Also die Richtung stimmt. Man muss diese Herausforderung europäisch angehen. Man hat beim DSA und beim DMA vielleicht auch schon ein bisschen gelernt, unter anderem auch aus der Datenschutzgrundverordnung. Da hat man einmal neue organisatorische Mechanismen, also Abstimmungsprozesse sind besser beim DSA mit Digital Services Coordinators. Dass dieses One Size Fits All, also ein großes Unternehmen, muss sich genauso an die Vorgaben halten wie ein ganz kleines. Das hatten wir in der Datenschutzgrundverordnung mehr oder weniger. Da hat man jetzt gesagt, oh, das machen wir viel differenzierter. Wir gucken, was können die Kleinen stemmen? Die ganz Großen haben viel mehr Verantwortlichkeiten, also viel gestufteres Konzept. Ist alles gut, alles prima. Wir müssen aufpassen, man muss ein bisschen der Gefahr begegnen, dass es zu so einer, ja, ich habe das mal Hypertrophie des europäischen Internetrechts genannt, dass es dazu nicht kommt. Wir haben sehr, sehr viele Mechanismen. Man muss gucken, bleiben die auch insgesamt kohärent? Gibt es da nicht systematische Brüche zum Teil, Widersprüche? Da muss man also jetzt sehr genau hingucken. Aber die Richtung stimmt. Und ja, an die Journalistinnen und Journalisten vielleicht geben sie, wenn Experten gefragt werden, wenn es so komplexe Themen sind wie DSA und DMA, geben Sie ihnen statt einer Minute vielleicht 3 Minuten, um Sachen zu erklären. Ja, das ist doch auch schön. Ja, dann ist die Zeit hier jetzt schon wieder vorbei. Dann erstmal vielen Dank an die Journalistinnen und Journalisten. Vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die mich hier unterstützt haben. Und vielen Dank natürlich vor allem an Sie drei, Herr Kostomczyk, Herr Keber, Herr Kettemann. Die Aufzeichnung von dem Meeting heute stellen wir so schnell wie möglich auf unsere Homepage online heute. Voraussichtlich morgen Mittag wird es da dann auch das Transkript geben. Und falls Sie eine Audioaufzeichnung, die Videodatei oder heute schon das maschinell erstellte Transkript brauchen, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit alle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.